Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Heute habe ich schon mal eine Weihnachtskarte für euch. Und zwar sieht die so aus. Da kann man hier die Treppe so wegklappen. Die hebt hier mit einem Magnetverschluss. Und auch hier den Baum kann man so wegklappen. Und hier innen hat man dann ein bisschen Platz noch für einen lieben Gruß. Die Karte hier habe ich gestaltet mit dem Designerpapier Winterfreuden hier im Hintergrund. Und dazu passend habe ich dann hier so noch Gold embossed. Das war meine erste Variante. Bei der zweiten Variante habe ich das Designerpapier Weihnachtslieder in den Hintergrund genommen. Finde ich, sieht auch sehr schön aus. Auch hier wieder mit Magnetverschluss. Also hier ist der eine Magnet. Der zweite ist hier unter dem Designerpapier versteckelt. Hier habe ich dann alles in Schwarz gehalten, passend zu eben dem Designerpapier. Bei der Variante habe ich den Hund mal weggelassen, habe dann dafür die Geschenke hier mit Designerpapier ausgestanzt, sodass die auch gleich ein Muster haben. Ja, die Socken hier, die habe ich angemalt mit den Stampin' Right Markern. Gestaltet sind die ganzen Karten mit dem Stempelset Vorfreude und den passenden Sinnlitzformen dazu, Weihnachtliche Treppe. Beides im aktuellen Jahreshauptkatalog. Und jetzt möchte ich mal zusammen im Hintergrund das mit einem roten Papier ausprobieren. Mal schauen, wie das so rüberkommt. Das Designerpapier ist aus dem alten Block vom letzten Jahr, Gemütliche Weihnachten. Da habe ich mir jetzt eben mal dieses Rote ausgesucht. So, wir brauchen dazu ein Stückchen Farbkarton. Ich habe jetzt hier den Extrasteigen in Flüsterweiß in den Maßen 24 x 14,8. Aus einem 12x12 Papier bekommt er zwei Karten, aus einem A4 eben leider nur eine, aber das ging von den Maßen leider nicht anders. Und zwar falzen wir uns das jetzt bei 5,5. Und bei 16. Die 16 ist ja leider nicht auf dem Brett drauf. Ich habe mir die hier mal selber hingemalt. Die ist gerade so 1 mm in diesem braunen Rand drin. Also dann hier bei 16 anlegen und nochmal falzen. So, dann ziehen wir uns die Falzlinien gleich mal nach. Auf die Seite hier kommt jetzt dann, also auf die kürzere Seite, wird dann nachher der Tannenbaum aufgeklebt und hier aus der längeren Seite werden wir jetzt die Treppe ausstanzen. Und damit die Treppe dieses schöne Holzdekor hat, brauchen wir jetzt das Designerpapier Holzdekor. Dann nehme ich mir jetzt mal dieses ganz dunkle Holz und da brauchen wir ein Stückchen in den Maßen 8x10. Also 10 in der Höhe, wenn ihr jetzt auf die Maserung achten wollt. Dann also 8 in der Breite und 10 cm in der Höhe. Und das kleben wir jetzt hier einmal hier links an die Falzkante und unten ganz bündig auf den das längere Stück hier am Farbkarton. Und zwar müssen wir da jetzt schauen, dass möglichst auf der ganzen Fläche der Kleber ist, weil wir dann an die Treppe ausstanzen und dass das dann eben auch noch hält, sollte der Kleber möglichst überall verteilt sein. Also jetzt hier ganz bündig an die Falz und unten bündig an den Rand. Einmal sachte mit dem Falzbein drüber, dass der Kleber nicht rausquillt, aber dass er halt überall schön verteilt ist. So, dann brauchen wir aus den Sinnlitzformen weihnachtliche Treppe. Brauchen wir das Treppensinnlit.
Und dann brauchen wir die Bookshot. Und zwar mit der Präzisionsplatte, weil das ja doch ein bisschen ein filigraneres Muster ist. Und jetzt ist es wichtig, wie wir das jetzt hier auflegen. So, jetzt müssen wir nämlich schauen, dass hier der untere Rand, der schneidet, dass der hier gerade so unten mit dem Papier bündig, also wenn ich den so drüber ziehe, dann stoppt der hier, sodass der Rand, der schneidet, außen ist. Und hier hinten achte ich drauf, dass der hintere Rand, also dass meine Form hier über die Präzisionsplatte drüber raussteht, dass der hintere Rand quasi nicht abgeschnitten wird. Also wie gesagt, hier bündig mit der Schneidekante am Farbkarton, hier hinten auch bündig mit der Falz, aber eben das Ganze so weit zurückziehen, dass das hier hinter der Präzisionsplatte liegt, dass das da nicht geschnitten wird. So rüber. So. Und dann, wer auch so zerschnittene Platten hat wie ich, der hat vielleicht auch schon festgestellt, dass wenn man das durchkurbelt, dass dann ab und zu das Muster von diesen zerschnittenen Platten auf den Farbkarton abdrückt. Da habe ich jetzt von einer ganz lieben Bastelkollegin den Tipp bekommen, dass man da so diese ganz dünnen, billigen Haushaltstücher da jetzt zwischen reinlegt, also auf die Form und dann erst die Platte drüber und dann druckt es diesen zerschnittenen Dings hier nicht durch. Jetzt müssen wir hier das ordentlich durchkurbeln. Am besten vor und wieder zurück. Hier die Treppe ausgeschnitten. Dann müssen wir mal schauen, ob die hier schon alle rausgehen. Ja. Wenn das jetzt noch nicht ganz sicher lösen würde, dann wird man es einfach nochmal auflegen und nochmal durchkurbeln. Bei mir geht es jetzt aber schon ganz gut raus. So. Und so haben wir jetzt die Treppe in einem schönen Holzdesign hier vorne auf der Karte drauf. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist hier runterschneiden, weil das Stückchen hier muss ja weg. Dazu nehme ich mir eine Schneidematte und mache das mit dem Cuttermesser. Einmal hier. Ich mache es jetzt, also von hier aus gesehen, jetzt am unteren Rand der Falzlinie, sodass ich die Falzlinie komplett rausschneide hier an der Stelle, wo ich eben die Karte hier abschneide. Und dann bloß noch hier das letzte Stückchen zur Treppe hin. So. Schneiden. So, und damit ist schon mal der erste Teil fertig, unsere Holztreppe. Sieht doch schon mal wunderschön aus. Mal die Falzlinie noch mal ordentlich nachfalzen. Dann bringen wir jetzt als erstes den Magneten auf. Und zwar habe ich hier einmal so selbstklebende Magnete. Die haben jetzt beide den Schutzfilm auf der gleichen Seite. Also die sind eigentlich, sind's, normal gehören sie ja so als Gegenstück. Ich habe jetzt zwei gleichpolige. Und schau jetzt, wo das ungefähr sein soll. Also ich möchte ihn ungefähr hier drin haben. Das heißt, ich brauche ihn hier auf der Seite. Kleben wir da schon mal fest.
und lasse den jetzt hier gerade so drauf schnappen. Mach die Schutzfolie ab. Na, das war schon mal gar nichts. Der muss weiter rüber. Hier kommt nachher eh Designerpapier drüber, von dem her ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Der muss also hier unten hin. So. Jetzt kann ich ihn hier andrücken. Und dann habe ich ihn jetzt an der richtigen Stelle, wo er hin muss. Wie gesagt, hier drüben kommt Designerpapier drüber. So. Dann können wir jetzt als erstes auch das Designerpapier aufkleben. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt hier mal heute für Rotes entschieden. Und zwar, das hat das Maß 10,3 x 14,6. Das kommt hier in den Innenteil. Und dann habe ich noch zwei Stücke mit 5,3 x 14,6. Davon kommt eins hier auf die Innenseite und eins hier außen. Das klebe ich jetzt mal geschwind hin. Schneide mal die Kanten wieder weg. Schauen, dass ich das Muster überall gleich rum habe. Jetzt ist hier der Magnet auch schön überklebt, sodass man den nicht mehr sieht. So sieht es ja schon mal richtig schön aus mit dem Rot, finde ich. Dann kommt jetzt die ganze Deko, da habe ich sie schon mal vorbereitet. Und zwar ist die eben alle mit dem Stempelset Vorfreude gemacht. Ich habe das alles auf flüsterweißen Farbkarton gestempelt. Außer den Tisch, den habe ich auf dieses Reststückchen von dem Holzdekor einfach nochmal aufgestempelt in Espresso. Und dann mit den passenden Thinlitz-Formen ausgestanzt, sodass der eben auch diese Holzoptik hat. Ich habe bewusst eine andere genommen wie die Treppe, weil selten hat man Tisch genau in der gleichen Farbe wie die Treppe. Und die ganzen anderen Dekoteile habe ich eben auch schon vorbereitet. Und zwar brauchen wir einmal den Tannenbaum. Ich habe den auf Flüsterweiß gestempelt, zweimal, als erstes in Olivgrün. Und dann bewusst ein bisschen daneben nochmal in Gartengrün drüber gestempelt, sodass der einfach ein bisschen fülliger und durch das Zweifarbige ein bisschen lebendiger aussieht, wie wenn ich nur einen Stempelabdruck eben in einer Farbe drauf mache. Und den Weihnachtsbaum, den möchte ich mir jetzt hier so mittig, sodass quasi die eine Hälfte hier fest ist und die andere Hälfte übersteht. Gerade so, also genau in der Mitte von diesem auf diesen Farbkarton. Jetzt muss ich mal schauen, von der Höhe her hätte ich ihn gern so, dass dieser Stern, wo habe ich den jetzt? Der soll hier oben drauf und der soll quasi gerade so mit der Karte abschließen und so dazu passend eben soll hier der Weihnachtsbaum hin. So. Genau. Dazu mache ich mir jetzt eben auf die Seite hier Flüssigkleber, gerade so bis zur Mitte hin.
und hebe mir jetzt den Stern nochmal hin, dass ich weiß, wie hoch der sein muss. Klebe den jetzt hier einmal so. Auf. So. Dann kann auch gleich der Stern drauf. Auch den mache ich mit ein bisschen Flüssigkleber. Ups. Also ich habe da den Rand in Currygelb gestempelt und dann mit dem Stampin' Write Marker in Osterglocke nochmal ausgemalt. Hat mir besser gefallen wie bloß der Rand vom Stern. Und wenn ich ihn auf gelbem Farbkarton stempeln würde, dann hätte ich ja vom Ausschneiden her auch nochmal diesen gelben Rand. Das finde ich dann nicht so schön. Da habe ich gern diesen weißen Rand drumherum. Deswegen habe ich ihn eben, wie gesagt, angemalt. So. Dann geht es jetzt einfach noch ans Dekorieren. Hier vorne kommt noch die Girlande über die Treppe. Dazu mache ich sie mal auf, die Karte, dass ich hier nichts versau. Mache hier ganz wenig Tombow drauf. Bei der Girlande habe ich es übrigens genauso gemacht. Ich habe die auch zuerst in Olivgrün gestempelt und dann nochmal in leicht versetzt in Gartengrün drüber, sodass sie wieder auch diesen volleren Effekt einfach bekommt. So. An die Girlande möchte ich jetzt diese drei Söckchen hier hängen. Die sind einfach auch in Schwarz auf flüsterweißen Farbkarton gestempelt und mit den Stampin' Write Markern angemalt. Und die platziere ich mir jetzt hier so auf meiner Girlande, wie ich es eben schön finde. Mache ich dann auch gerade mit ein bisschen Tombow. Den letzten auch noch. So, damit ist die Treppe geschmückt. Und jetzt geht es hier beim Baum wieder weiter. Und zwar möchte ich da jetzt das Hundchen wieder anbringen. Das habe ich jetzt bei der Variante auch auf Flüsterweiß gestempelt und dann eben den Hund mit dem Aquapainter und ein bisschen Savanne angemalt und den Pulli dann wieder mit den Stampin' Write Markern in Gartengrün und Glutrot. Bei meiner ersten Variante hatte ich ihn auf savannefarbenem Farbkarton. Und da ist eben aber das so, dass der Rand drumherum dann auch dieses Braun hat und das gefällt mir einfach nicht so. Deswegen habe ich ihn diesmal eben auf Flüsterweiß gestempelt und habe ihn lieber komplett angemalt. Das soll jetzt hier wieder irgendwie an den Tisch ran. Vielleicht schaffe ich es diesmal, dass ich den Schwanz nicht abschneiden muss. Hier musste ich ihm leider den Schwanz stutzen, dass er drauf passt. Müssen wir jetzt mal schauen, wie man das arrangieren, dass das dann halt auch gut aussieht. Was ich auch noch habe, ist hier ein bisschen auch so ein Reststück von dem Holzdekor, dass ich das hier so als Boden nochmal hinmache. Ich finde, es wirkt ein bisschen schöner. So. Fange mal mit dem Boden an. Ich glaube, ich nehme die hellere Seite. Oder nee, ich nehme die dunklere Seite.
jetzt aber bewusst ganz nach unten bündig. Also dann lasse ich nicht diesen dünnen Rand vom Flüsterweißen stehen, sondern mache es bündig. Hier muss ich nachher noch ein bisschen abschneiden, dass ein bisschen, obwohl kann da, ja, schneide ich nachher noch mit der Schere ab. Dann möchte ich hier die Geschenke irgendwie so hintrapieren. Dass die den nicht vorhandenen Baumstamm quasi verdecken, weil sonst müsste ich noch irgendwie einen Baumstamm hinkleben. Also werde ich aber die Geschenke jetzt so irgendwie hinmachen. Die können auch ruhig ein bisschen schräg stehen. So irgendwie. Schauen, dass ich an die richtige Stelle den Kleber mache. Und das längliche hier und noch hier daneben. Und dann den Tisch hier so davor. Also da habe ich jetzt einfach die Stempel aus dem Stempelset mit diesen Geschenken auf Farbkarton gestempelt. Dann musste ich die Geschenke nicht anmalen, dann waren die ja quasi schon angemalt. Mal schauen, wo ich den Tisch hin mache. Ich glaube, dass der jetzt hier so ziemlich vor das Geschenk muss. Sonst passt mein Hund hier nicht mehr hin. Aber ich glaube, so sieht es ganz schlau aus. Das müsst ihr dann halt einfach ausprobieren, wie es euch bei euch dann, bei eurer Karte dann von der Deko her am besten gefällt. Ich möchte es jetzt so, dass man den Tisch hier, das Tischbein durch die Treppe durchsieht. Dann geht jetzt zwar mein Geschenk hier fast verloren, aber es schaut ja noch so hinterm Tisch vor. So. Kommt hier jetzt noch der Hund hin. Und auf dem Tisch stehen die Kekse, nach denen schnuppert ja der Hund. Da ist eigentlich beim Stempel ist noch dieser Spruch dabei für den Weihnachtsmann. Den habe ich dann einfach weggeschnitten, weil ich fand es jetzt ohne den Spruch schöner. Und habe auch die dann wieder angemalt mit den Stampin' Right Markern. Das werde ich so ein bisschen hier rechts an den, auf den Tisch kleben. So, jetzt fehlt noch das Bild an der Wand. Das mache ich mit Dimensionals, dass das ein bisschen Dimension jetzt auch bekommt. Nämlich zwei von unseren neuen Mini-Dimensionals.
klebe das einmal hier hin. Und dann nehme ich den Stampin' Write Marker in Espresso und male hier einmal so diese Schnur hin. Deute hier quasi einen Nagel an, wo es dran hängt. Und dann einmal die Schnur, an der das Bild aufgehängt ist. So. Dann fehlen jetzt noch die Weihnachtskugeln. Dazu habe ich die Weihnachtskugeln einmal in Glutrot und einmal in Osterglocke aufgestempelt, ausgestanzt. Und die werde ich jetzt hier noch anbringen. Und zwar habe noch den Spruch Fröhliche Weihnachten. Der ist aus dem Stempelset Flockenzauber. Das gibt es im aktuellen Jahreshauptkatalog auf der Seite 116. Da habe ich hier den Spruch Fröhliche Weihnachten. Und habe mir dann so ein Fähnchen ausgeschnitten. Und den möchte ich jetzt hier so oben platzieren. Und da mal jetzt gucke jetzt, dass dann die erste Kugel hier so ein bisschen rausschaut. Also die möchte ich dann quasi hier hin haben. Die klebe ich mir mit Flüssigkleber wieder an. Und jetzt mal immer abwechselnd eine mit Flüssigkleber, eine mit Dimensional, sodass ich auch hier wieder so ein paar eben weiter vorstehen. Passt so ein Mini-Dimensional auch ganz toll drauf auf die Kugeln. Und so wirkt es eben schön 3D-mäßig, wenn ich manche so ein bisschen abstehend habe. Da schaue ich jetzt, dass ich die Abstehenden hier jetzt nicht so direkt mit der Treppe kollidiere. Dann kommt wieder eins mit Flüssigkleber. Jetzt wieder ein gelbes. Das ist zwar unter der Treppe, aber ich denke, da kann ich jetzt trotzdem ein Dimensional hinmachen, weil die steht eh ein bisschen auf, die Karte, also ganz schließen tut sie sowieso nicht, weil der Magnet nur hier unten ist, sodass das dann hier oben jetzt, glaube ich, nicht stören dürfte. So, machen wir hier nochmal eine gelbe hin. Und eine rote habe ich noch. Schauen, wo ich die hin mache. Das machen wir so. Ja, ich glaube, so umquält es mal besser. Dann mache ich hier die rote nochmal mit Dimensional. Und die letzte gelbe mache ich nochmal mit Flüssigkleber hin. Na. So, fehlt bloß noch unser Spruch. Den mache ich auch. Also den möchte ich aber das so halb hier überstehen lassen, sodass ich jetzt quasi hier ab der Hälfte zwei Mini-Dimensionals drauf mache. Dann steht er auch wieder ein bisschen ab und gibt der ganzen Karte noch mehr Dimension. So, dann ist die Karte von außen schon fertig.
finde, die sieht mit dem Rot auch ganz arg toll aus. Ich glaube, die gefällt mir sogar am besten, die Variante. Es fehlt innen hier noch ein bisschen Platz für noch einen lieben Gruß. Da brauchen wir nochmal zwei Stückchen Farbkarton in Flüsterweiß. Das eine hat das Maß 5,5 x 14 und das andere hat das Maß 5 x 14 cm. Ich habe mir die jetzt schon vorbereitet. Und zwar habe ich die Ränder einmal in Chili, passend zum Farbkarton, passend zum Designerpapier, die Ränder in Chili geinkt und habe hier auch aus dem Stempelset, wo ich das fröhliche Weihnachten her habe, also aus dem Flockenzauber, habe ich hier diesen Stempel genommen. Das ist ja so, also die gehören zusammen, die zwei. Und habe damit mit Versamark eben aufgestempelt und habe dann mit dem roten Glitzerpulver embossed. Das gab es im letztjährigen Winterkatalog. Gibt es leider nicht mehr. Und das werde ich mir jetzt noch hier draufkleben. Der Spruch, liebe Wünsche für Feiertage voller Magie und Freude, ist auch aus dem Stempelset. Also ich finde es ein ganz arg tolles Set, gefällt mir ganz arg. Und das bringe ich jetzt noch mit Flüssigkleber hier auf. Und dann ist unsere Karte komplett fertig. So, hier hat man jetzt eben noch Platz für einen persönlichen Gruß. Kann natürlich auch nochmal was draufstempeln, je nachdem. Und ich habe jetzt die, den weißen Farbkarton so gewählt, dass wenn ich jetzt die Karte schließe, dass sie eben nicht vorschaut. So dass das jetzt komplett hier hinter verborgen ist. Sonst würde es mir hier hinterm Baum vorgucken und das wäre dann nicht mehr so schön. Deswegen eben extra so gewählt, dass das hier hinter dem Baum versteckt bleibt. So, damit ist auch die Karte fertig. Also ja, ich finde sie alle drei schön, aber ich glaube, das mit dem Rot gefällt mir tatsächlich am besten. Ich hoffe, ihr bastelt es mal nach und habt viel Spaß dabei. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!